Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir mal darüber sprechen, wie Abhängigkeit dich als Person bzw. dich als Mann tatsächlich fast zerstören kann, dich als Persönlichkeit zerstören kann. Und ich meine es so krass, wie ich es hier sage, weil es einen ganz, ganz großen Einfluss auf dich haben kann, auf dich und deine Persönlichkeit und auch darauf, wie gut du dich mit dir selbst fühlst, wie du dich entwickelst und natürlich auch, und darum geht es hier auf dem Channel, wie erfolgreich du mit Frauen bist. Nun ist dieses Thema Abhängigkeit immer ein großes Thema in der Flirt-Community, aber viele Leute verstehen das ein bisschen falsch oder verstehen nicht die Gesamtzusammenhänge und warum es ein Problem ist. Generell gibt es immer einen gewissen Grad an Abhängigkeit, natürlich. Also wenn ich mich jetzt auf eine Beziehung mit einer Frau einlasse, dann ist da natürlich eine gewisse emotionale Abhängigkeit. Ich lasse mich sehr stark auf die andere Person ein, baue vielleicht ein gemeinsames Leben mit der auf unter Umständen. Und natürlich ist da eine gewisse Abhängigkeit voneinander. Man ist abhängig von dem anderen, um so ein bisschen Thema Zuneigung und so weiter. Das sind alles Sachen, die sind bis zu einem gewissen Grad auch einfach normal. Wir sind soziale Personen, wir sind soziale Menschen und das Ziel ist es absolut nicht, die komplette Unabhängigkeit zu erreichen. Das ist wahrscheinlich auch einfach nur ein Idealzustand, der gar nicht wirklich möglich ist. Es ist schon in Ordnung, wenn du auf gewisse Art und Weise abhängig bist von den Leuten, die nah in deiner Umgebung sind. Das ist etwas relativ Normales und auch nicht unbedingt etwas Ungesundes. Was wir uns heute hier angucken wollen, ist diese ungesunde Art von Abhängigkeit und das kannst du nicht nur oder musst du nicht nur auf den Frauenbereich beziehen, sondern wir werden uns auch ein paar andere Beispiele angucken. Ich werde gleich mit einem Beispiel aus einem anderen Bereich starten, das dir erklären wird, warum das so ein Problem ist und dann wird das, denke ich, klar. Also es gibt einfach einen ungesunden Bereich und es gibt einen Bereich, wo es in Ordnung ist und viele Männer, und deswegen spreche ich das Thema an, viele Männer, gerade die unerfahrenen Männer mit Frauen, weil sie eben unerfahren sind, rutschen in dieses Problem rein, aber das gucken wir uns gleich nochmal genauer an und deswegen haben viele, viele Männer da draußen nicht wirklich den Erfolg mit Frauen, den sie gerne hätten. Das ist ein ganz zentrales, ganz wichtiges Thema und deswegen gucken wir uns das Ganze hier mal genauer an. Und wir steigen mal ein mit dem Beispiel, von dem ich eben geredet habe. Stell dir mal vor, du bist bei einem Bewerbungsgespräch und du möchtest gerne zu dieser Firma hin und du hast keine anderen Bewerbungsgespräche. Das heißt, das ist das einzige Bewerbungsgespräch, was du aktuell hast. Du hast dich über 3 Monate beworben, keine andere Firma hat dir die Möglichkeit gegeben, zu ihnen zu kommen und ein Bewerbungsgespräch zu machen. Und nehmen wir mal an, du musst unbedingt Geld verdienen, weil du schon seit mehreren Monaten arbeitslos bist und du vielleicht deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst, was auch immer. Nehmen wir mal an, das wäre so. Und jetzt sitzt du da und natürlich besteht jetzt eine gewisse und vielleicht auch nicht kleine Abhängigkeit von der Reaktion deines Gegenübers. Also des Chefs, der da vor dir sitzt. Es ist für dich wichtig, dass der gut reagiert auf dich oder dass der dich mag, damit du eben ja, von ihm aufgenommen wirst in die Firma, damit du dort Geld verdienen kannst. Du bist sehr abhängig von dieser Reaktion von ihm in diesem Moment, weil es wichtig für dich ist und weil du keine Alternativen hast. Was jetzt das große Problem an der Sache ist, dass diese Abhängigkeit ganz, ganz viele Leute in ein unechtes Verhalten zwingt. Also das sorgt dann dafür, dass du dich anders verhältst, als du eigentlich bist. Dass du dich sozusagen, wenn man es ganz extrem formulieren möchte, dich selbst verrätst. Also du hast vielleicht gewisse Regeln, gewisse Normen, gewisse Standpunkte, die du als Mann vertrittst. Aber um jetzt das zu bekommen, was du unbedingt brauchst, Thema Abhängigkeit, veränderst du diese Regeln, veränderst du diese Normen und verrätst dich damit irgendwo selbst, zerstörst dich damit irgendwo selbst und darum geht es hier und wir werden das gleich auf das Frauenthema übertragen. Also nehmen wir mal an, deine Regeln und deine Normen schreiben es dir vor oder du hast dich so entschieden, du hast es so für dich festgelegt, ich lüge nicht. Nehmen wir mal an, das ist eine deiner Regeln. So, und jetzt merkst du aber in diesem Vorstellungsgespräch, dass es nicht so gut läuft, vielleicht kommst du nicht so gut an und überlegst dir, scheiße, wie kann ich das Ganze denn jetzt noch rumdrehen? Ich brauche diesen Job, ich brauche den unbedingt. Und dann denkst du dir, na gut, ich könnte ja mal meine Vergangenheit so ein bisschen rosiger darstellen, könnte vielleicht noch die ein oder andere Sache einfügen, die vielleicht gar nicht so war. Und du fängst an zu lügen, um besser anzukommen, weil du unbedingt diesen Job brauchst, du bist in der Abhängigkeit. Und vielleicht funktioniert das sogar, vielleicht sagt der Chef, ah super, dass sie das gesagt haben, das ist eine wichtige Sache, die wir hier suchen. Und wenn sie das haben, toll, dann nehmen wir sie natürlich gerne, stellen wir sie natürlich gerne hier ein. Und schon ist das passiert, worum es hier in dem Video gehen soll, nämlich, dass diese Abhängigkeit dich als Person zerstört hat in gewisser Art und Weise. Es hat du hast deine eigenen Regeln verletzt, du hast deine eigenen Normen verletzt. Und das Problem ist, wenn man mal damit anfängt, dann tendiert man dazu, das auch in Zukunft zu machen. Also es gibt zwei Extrempunkte hier auf dem Spektrum. Du kannst zum einen nach deinen Regeln, nach deinen Normen handeln, nach deinen Gesetzen, könnte man sagen. Und das macht in gewisser Art und Weise deine männliche Ausstrahlung aus. Das macht deine männliche und attraktive, anziehende Ausstrahlung auf eine Frau aus, dass du eigene Regeln, eigene Normen, eigene Werte hast, nach denen du handelst und die für dich unumstoßbar sind.
Und wenn du mir das nicht glaubst, dann kannst du meinetwegen alle Filme und Serien gucken, die es auf dieser Welt gibt und kannst einfach mal schauen, welche Männer kommen dir da besonders maskulin vor und warum kommen die dir besonders maskulin vor. Und ich gebe dir die Hand drauf, dass das oft Männer sind, die ja gewisse Werte, gewisse Normen vertreten und auch diese Werte und Normen über Probleme hinaus vertreten. Ich nehme mal gerne das Beispiel von Gladiator. Du hast den Film vielleicht gesehen, wenn nicht, unbedingt gucken. Gladiator, Maximus. Maximus hat seine eigenen Regeln, seine eigenen Werte, seine eigenen Normen und er ist auch absolut bereit dazu, in Gefangenschaft zu gehen oder zu sterben, um für diese Normen und für diese Regeln einzustehen. Und das macht eine sehr maskuline, sehr attraktive Ausstrahlung, die man eben auch in diesem Film sehen kann, denn viele Frauen finden ihn sehr, sehr attraktiv. Die Männer haben großen Respekt vor ihm in diesem Film. Und das ist keine Hollywood-Darstellung, das ist einfach eine realitätsnahe Darstellung. Das ist die Art und Weise, wie du dir Respekt von anderen Männern verschaffst. Das ist die Art und Weise, wie Frauen dich anziehen finden, indem du dieses feste Regelwerk, diese festen Werte, für die du stehst und die unumstoßbar sind, hast. Auf der anderen Seite, und das gibt es heutzutage sehr, sehr viel und ich kenne das aus meiner persönlichen Vergangenheit auch, weil ich das früher auch vermehrt so gemacht habe, ich weiß also, wie das ist und wie verlockend das ist, ist der Punkt, dass du keine eigenen Regeln und Werte hast, beziehungsweise, dass du deine Regeln und Werte immer der Situation anpasst. Also du bist wie so ein Blatt im Wind, wie so ein Fähnchen, das immer rumwedelt. Du passt einfach immer dich der Situation an. Das heißt, im Grunde hast du keine Regeln und keine festen Werte, weil wenn du dich immer wieder anpasst, sind die offensichtlich nicht fest, sondern einfach nur variabel. Das ist natürlich irgendwo von Vorteil für dich persönlich und ist natürlich auch ganz schön einfach. Ne? Wenn Maximus in dem Film sich immer ja, wie ein Fähnchen im Wind bewegt hätte, dann wären mir vielleicht viele Dinge gar nicht passiert, die ihm passiert sind. Aber er hätte eben auch nicht diese maskuline Ausstrahlung gehabt, wäre eben auch nicht so im Reinen mit sich selbst gewesen, wie er das in dem Film nun mal ist, hätte die Leute nicht so inspiriert. Die Frauen hätten ihn nicht so attraktiv gefunden. Und das ist das, was 99% der Männer heutzutage machen. Und jetzt, um das mal auf den Frauenbereich zu übertragen, denn darum geht es hier eigentlich, kannst du dir das Ganze natürlich auch in einer Beziehung vorstellen. Ne? Weil viele Männer sind nicht bereit dazu, eine Frau zu verlieren, sondern machen dann eher diese Sache hier, über die wir eben gesprochen haben, nämlich passen ihre Werte und passen ihre Normen und Regeln an. Das ist das größte oder der größte Fehler, den du machen kannst. Folgendes, was ich dir jetzt sage, solltest du dir fett auf deinen Arsch tätowieren oder irgendwo hin. Du solltest immer eher eine Frau fallen lassen, als deine eigenen Regeln und Normen zu verraten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du damit einmal anfängst, dann machst du damit auch weiter, dann geht das immer weiter und die Frau verliert dann, und das auch zu Recht übrigens, Respekt vor dir. Weil wie soll die Frau dich auch respektieren, wenn sie merkt, dass egal was sie tut, du dich immer an sie anpasst? Wie soll die Frau dann das Gefühl haben, hey, ich habe hier einen starken und zuverlässigen Mann an meiner Seite, wenn du dich immer danach richtest, was sie gerade gut findet oder was sie gerade sagt? Vielleicht ist sie nicht zufrieden in dem Moment, wo du nicht das machst, was sie von dir will, weil es nicht zu deinen Werten passt, aber auf einer tieferen Ebene wird sie sehr zufrieden sein und wird sich sehr sicher mit dir fühlen, weil sie merkt, hey, dieser Mann steht für etwas. Dieser Mann passt sich mir jetzt nicht einfach an, verrät sich hier nicht selbst. Und natürlich hast du optimalerweise gute Werte, sonst könnte es ein Problem sein, wenn du Werte hast wie, ja, Menschen umbringen ist eine tolle Sache und so, dann kann das natürlich auch ein Grund dafür sein, dass du keinen Erfolg mit Frauen hast. Natürlich reden wir hier von guten und normalen Werten, die man auch irgendwo vertreten kann, von moralisch richtigen Werten, wenn du so willst. Das ist, denke ich, soweit klar. Und du musst wirklich, wirklich bereit sein. Und ich schwöre dir, wenn ich mit Leuten arbeite oder wenn ich mit Leuten spreche in Coachings, egal ob in Live- oder Telefon-Coachings, es geht ganz, ganz oft darum, dass Männer nicht bereit sind, Frauen gehen zu lassen, sondern eher von mir wissen wollen, hey, welche taktischen Schritte kann ich denn jetzt gehen? Wie kann ich mich denn jetzt anpassen? Wie kann ich vielleicht meine eigenen Werte verraten? Auch wenn sie nicht verstehen, dass sie das machen. Sie wollen das so machen. Sie wissen nicht, sie verstehen das nicht. Und ich bin denen nicht böse, ich kenne das von mir selbst, ich habe das früher auch gemacht, aber sie verstehen diesen Punkt nicht. Und das ist wirklich eines der größten Probleme, das Männer da draußen mit Frauen haben. Sie sind nicht bereit, eine Frau gehen zu lassen. Und das ist Abhängigkeit, das ist die ungesunde Form von Abhängigkeit. Und ja, es kann natürlich sein, dass wenn du jetzt eine Frau gehen lässt, es kann sein, dass du dann vielleicht auch mal für mehrere Monate alleine bist. Und das, auch das gehört zu der Herausforderung dazu, der du dich stellen musst, wenn du dich in deine volle maskuline Seite, in deine volle Männlichkeit entwickeln möchtest. Auch der Verzicht gehört dazu. Ne? Deswegen spreche ich auch über solche Dinge wie Meditation. Weil Meditation ist ja auch das, es ist ja auch Verzicht auf alle möglichen Einflüsse. Du verzichtest auf Spaß, du verzichtest auf Freude, du bist einfach nur da in diesem Moment. Also Freude ist schon da, aber du verzichtest auf diese ganzen, ich sag mal, auf diese ganzen Stimuli wie Fernsehen, Computer, Netflix und so weiter.
Und Verzicht ist einfach ein ganz, ganz großes Thema in deiner Mannsein-Entwicklung, könnte man sagen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du bereit bist zu verzichten auf eine Frau, um für deine eigenen Werte, deine Vorstellungen, deine Normen einzutreten. Und wenn du das machst, dann wirst du halt über Zeit immer mehr eine Stärke gewinnen. Eine Stärke, die auch den Frauen auffallen wird in Form von mehr Anziehung. Das ist ja auch der Grund, warum viele Frauen heutzutage sagen, es gibt keine richtigen Männer mehr. Und das ist eben genau das, was die Leute meinen. Es gibt nur noch Leute, die sich wie Fähnchen im Wind verhalten. Und diese ganze Political Correctness-Schiene, die gerade in der Gesellschaft läuft, trägt natürlich dazu bei. Ne? Also wenn du halt jedes Mal überlegen musst, okay, was ist hier politisch korrekt, dann, und wenn du immer politisch korrekt sein willst, dann musst du dich halt immer anpassen. Dann musst du immer deine eigenen Werte und Normen unter Umständen verändern, um dich anzupassen, um nicht anzuecken. Und deswegen gibt es heutzutage so wenig Männer da draußen, die wirklich diese Standfestigkeit haben, diese eigenen Werte und Normen haben und die in der Lage sind, ja, nicht ungesund abhängig zu sein. Ne? Also optimalerweise ist es natürlich so, dass wenn du eine Frau gehen lassen musst, weil du sonst deine eigenen Werte und Regeln kompromittieren müsstest, dann wäre es natürlich optimalerweise so, wenn du Alternativen hättest. Dann wäre ja schon gar keine Abhängigkeit da. Aber oft wird es so sein, das ist nun mal die Realität, dass du vielleicht eine Frau gerade triffst und die gefällt dir gut und so. Und dann kommt aber dieser Punkt, wo du deine eigenen Regeln brechen müsstest, damit es weitergeht. Und das geht nicht für dich, das sollte nicht für dich gehen. Und dann hast du keine Alternativen und dann hast du natürlich diese Abhängigkeit. Aber begib dich nicht in die Abhängigkeit, sondern lass die Frau in diesem Moment gehen. Das ist auf Dauer die viel bessere Entscheidung für dich selber. Alles andere führt dich nur immer tiefer bergab. Und das verspreche ich dir, wenn du diesen Weg gehst und deine eigenen Regeln, deine eigenen Vorstellungen für die Frau verletzt, dann wird es nicht sehr lange dauern, bis die Beziehung sowieso zu Ende ist oder die Frau keinen Respekt mehr vor dir hat. Also entweder, wenn du Glück hast, ist die Beziehung dann zu Ende und wenn du Pech hast, dann lebst du vielleicht schon mit der Frau zusammen und ihr lebt den Rest eures Lebens zusammen, während sie dich eigentlich immer die ganze Zeit hasst und sich fragt, okay, das ist irgendwie kein richtiger Mann und glaub mir, so eine Art von Beziehung möchtest du sicherlich nicht führen. Das heißt, steh für dich selbst ein und lass dich nicht von dieser Abhängigkeit, die da entsteht, dazu zwingen, deine eigenen Werte, Regeln und Vorstellungen, dein eigenes Weltbild zu verletzen. Das ist das, was die Frau eigentlich von dir will. Das ist der Mann, den die Frau eigentlich haben will. Ein Mann, auf den sie sich verlassen kann. Und deswegen testen die Frauen auch. Die Frauen testen nicht, weil sie dich blöd finden oder weil sie böse sind, sondern die Frauen testen dich, um mal zu schauen, bist du dieser Mann? Bist du dieser Mann mit festen Regeln und Werten und Normen? Oder bist du umstoßbar? Oder bist du unumstoßbar? Das ist was Gutes. Also, dass die Frauen dich testen, ist etwas Gutes. Und dass Frauen dich nicht mehr respektieren, wenn du dich selbst nicht respektierst und deine Regeln kickst, sozusagen, das ist auch was Gutes. Das ist alles gut, weil das ist alles Feedback für dich, das dir sagt, hey, jetzt wach mal auf, jetzt mach mal wieder Klartext und jetzt komm mal wieder zu deinen ursprünglichen Werten zurück. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und viele Frauen werden das vielleicht nicht so artikulieren können. Die werden nicht sagen, ja, genau das ist es, was mir an dir stört. Aber wenn du so ein bisschen zuhörst, wenn du den Frauen so ein bisschen zuhörst, dann wirst du raushören können, unterschwellig, dass es um diese Thematik geht. Und wenn du das den Frauen so erklärst und fragst, ja, würde dich das stören so, dann wirst du sicherlich von den Frauen die Antwort ja bekommen. Ich hoffe, das ist soweit klar. Wir sind jetzt von dem Thema Abhängigkeit auch so ein bisschen in dieses Werte-, Regeln- und Normen-Thema abgedriftet. Das ist ein Thema, über das ich in der nächsten Zeit noch ein bisschen mit dir sprechen will. Schön, dass du erstmal hier warst zum ersten Video in langer Zeit zum Thema Flirten. Wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Du kannst dich gerne für ein Coaching bei mir bewerben. Ich habe jetzt wieder Coaching-Plätze, die ich öffne. Erster Link in der Beschreibung findest du den Link zur Coaching-Bewerbungsseite. Ansonsten sehen wir uns die nächsten Tagen wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen geilen Tag.